Jo, liebe Leute, was geht da draußen? Der Onkel Zocke hier am Start. Hallihallöchen! Heute zeige ich euch eine neu gemodete Rennstrecke und ich hoffe, es wird euch gefallen. Leider konnte ich keinen Download-Link in die Videobeschreibung hinzufügen, weil auf der Social Club Rockstar Games die Webseite voll am Spinnen ist. Das heißt, wenn ich auf die Rennstrecke draufklicke, zeigt er mir gar keinen vollständigen Link an, wo ihr dann sozusagen draufklicken könnt auf den Link und dann gelangt ihr direkt auf die Seite von der Rennstrecke, wo ihr das halt herunterladen könnt. Geht leider nicht, tut mir leid, aber ich werde in die Videobeschreibung hinzufügen, wie die Rennstrecke heißt. Das heißt auf Englisch Mods, also mit Z, Mods 2 heißt die Rennstrecke. Ich werde das aber trotzdem nochmal in die Videobeschreibung einfügen. Und Leute, ich wollte euch noch was sagen. Ich versuche in dieser Woche noch einen Livestream zu starten, aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Wer immer auf den aktuellsten Stand gehalten werden möchte, muss oder sollte am besten meine Facebook-Seite facebook.de/onkelzocke liken. Also nur an diejenigen, die es gerne möchten, ist es euch selbstverständlich freiwillig überlassen, ob ihr das möchtet oder nicht. Denn dort werdet ihr auf den aktuellsten Stand gehalten und manchmal poste ich auch so einen kleinen Shit da drauf auf der Fanpage. Naja, egal, euch ist es überlassen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch eine kleine Bitte drum bitten. Wer Bock hat, mein Vlog-Video anzuschauen. Ich war ja letztes Mal in Tschechien, in Prag, mit einer sehr guten Freundin unterwegs und sie wohnt selbst in Tschechien und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr doch für sie auch ein Abo da lässt. Am besten schaut einfach bei mir auf der Vlog-Seite vorbei. Ich habe ja einen zweiten YouTube-Channel, dort könnt ihr draufklicken und dann gelangt ihr. Etwa vor 2-3 Tagen habe ich dieses Video hochgeladen, könnt ihr euch mal anschauen und genau für das Video ein Like da lassen, für meinen neuen Channel ein Abo da lassen, wenn ihr es möchtet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Dasha unterstützen würdet. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Vom tiefsten Herzen möchte ich sie auch gerne supporten. Also einfach in die Videobeschreibung reinschauen von dem Vlog-Video. Dort habe ich hier einen Link reingepackt, auch in die Videobeschreibung. Und auch in den Kommentaren habe ich den Link reingehauen. Ja, ich werde auch in diesem Video in die Kommentare reinhauen, meinen Vlog-YouTube-Channel. Also, es ist euch selbstverständlich überlassen. Ich würde mich sehr freuen und ich sage schon mal, ich bedanke mich herzlich an die ganzen Fans da draußen, für den ganzen Support da draußen. Ihr seid einfach die Besten. Ich werde mal schauen, ob ich in diesem Jahr auf die Gamescom 2016 schaffen werde. Aber das werde ich euch auch noch alles mitteilen, Leute. Ich bedanke mich herzlich und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Euer Onkel Zocker.